Liebe Michaela, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier verabredet haben und tatsächlich uns zum ersten Mal persönlich treffen. Die Susanne hat mich gerade vom Bahnhof abgeholt und ich habe gesagt, sag mal, kenne ich die Michaela eigentlich schon persönlich? Weil mir kommt so vor, durch die vielen Videos, die ich angeschaut habe und die vielen Geschichten, die ich gehört habe, das Buch, dass ich wirklich das Gefühl habe, wir sind uns schon persönlich begegnet. Das geht dir vielleicht nicht so, aber trotzdem bist du mir doch sehr nahe. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns jetzt hier persönlich kennenlernen. Also das Lustige ist, dass ich natürlich über deine Mutter auch immer von ihren taffen Söhnen gehört habe. 4 Stück, das habe ich so bewundert. Und freue mich einfach, euch jetzt so nach und nach kennenzulernen. Aber einer ist ja in Südamerika, gell? Der ist weit weg. Nein, einer war in Südamerika, der wohnt jetzt in Norditalien. Also jetzt ist er sozusagen ziemlich nah an uns dran im Vergleich. Kontinental geworden. Genau, ja. Der Anlass für unser Gespräch war ja heute auch zumindest, dass ich vor 6 Wochen Vater geworden bin von einer kleinen Tochter. Und natürlich in dem Zusammenhang... Also da gratuliere ich nochmal ganz herzlich. Auf einmal ganz viele theoretische Themen der letzten Jahre sehr praktisch werden. Und natürlich war eine der Lektüren, die ich direkt von vornherein bekommen habe, hier Kindersprechstunde, die wir geschenkt bekommen haben und auch fleißig drin blättern, meine Frau und ich. Und in dem Zusammenhang haben wir uns gefragt, Susanne und ich, wir haben so viele Gespräche und Interviews geführt zum Thema Biografiearbeit. Natürlich auch in Bezug auf die Biografiearbeit im Lebenshaus. Und was ist dann schon eine Geburt? Ja, irgendwie auch das Tor zur eigenen Biografie. Und in dem Zusammenhang haben wir gedacht, wäre es doch schön, einfach mal die Fragen und Themen eines jungen Vaters, die mich so beschäftigen, mit einer Expertin wie dir rundherum zu besprechen und zu schauen, kommen da spannende, interessante Inhalte, vielleicht nicht nur für mich persönlich, sondern auch für andere zusammen. Ja, bin ich mal sehr gespannt und ich würde sagen, wir starten. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Medias Res. Genau, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich habe dir ja vorab auch schon die Fragen geschickt, die uns so beschäftigen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und die erste ist ganz breit gefächert eigentlich. Was wären deine Ratschläge für frische Eltern? Was kommt dir als erstes in den Kopf? Also das allererste und fundamentalste und wichtigste ist tatsächlich gute, freudige, erwartungsvolle Beziehung zu diesem neuen Erdenbürger. Vorausschauend sozusagen schon. Nein, schon dieses, so ein Kind in Ehrfurcht empfangs, ist ein vollkommen fremder Mensch, der mit einem dermaßenen Vertrauen zu euch kommt. Wie habt ihr dieses Vertrauen verdient? Das wäre meine allererste Frage. Ja, wieso traust du dich zu uns? Wir haben ja auch Stärken und Schwächen. Und ja, sind wir wirklich für dich der beste Start ins Leben? Denn also es gibt so ein ganz schönes Leitmotiv von diesem wunderbaren Pädagogen Rudolf Steiner. Das Kind in Ehrfurcht empfangen, in Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. Ja, die Kinder sind nie Besitz. Von Anfang an weiß man, du wirst mal deine eigenen Wege gehen. Und ich darf das in keiner Weise bestimmen wollen oder Erwartungen hegen, was du dann für mich machst und dass du mir im Alter alles zurückgibst. Ja, so dieses eben doch immer auf das eigene Wohl, den eigenen Vorteil hinschielen oder die Kinder mehr oder weniger als Besitz betrachten. Das sind Haltungsfragen. Insofern, wenn du mich fragst, ist das Erste, würde ich sagen, die adäquate Haltung. Ja. Ja, da kommt ein fremder Mensch, der euch bedingungslos liebt. Sonst würde er nicht kommen. Sonst würde er dieses Vertrauen nicht riskieren. Und jetzt ist er total gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ja. Und was ja heute die Psychologie, ich denke, überall in Übereinstimmung sagt und alle Wissenschaft, die der Psychologie dient, die sichere Bindung zu den Hauptbezugspersonen oder wenigstens zu einer Bezugsperson ist das Allerwichtigste für Gesundheit und Lebensfreude durch die ganze Biografie. Ja, und deswegen gehöre ich zu diesen
Menschen, die nicht rückwärts gewandt sind und trotzdem sagen, wenn die Eltern es sich leisten können, Vater oder Mutter, in den ersten 3 Jahren, wo die Hauptgehirnentwicklung stattfindet und die Kinder noch kein bewusstes Selbstbewusstsein haben, das heißt noch vollkommen umgebungsabhängig geführt werden, ist es ideal, wenn man bei dieser Bezugsperson zu Hause bleiben darf und nicht abgegeben werden muss. Ja, da greifst du schon einer meiner Fragen vorweg. Es ist ja interessant, was ich erlebt habe. Als ich bei dieser Geburt dabei war, habe ich danach natürlich versucht zu reflektieren, wie war jetzt dieser ganze Prozess für mich als Vater, der ja sozusagen Begleitperson in diesem Prozess war. Und ich habe eigentlich als Ergebnis erkannt, es war das Besonderste auf der Welt, was man erleben darf und gleichzeitig irgendwie das Normalste. Weil das ist eben der Prozess, so soll es sein. Und diese Gefühle in mir drin auch zu vereinen, da habe ich gemerkt, wie schwierig das sein kann, einfach weil diese Besonderheit und dann trotzdem diese Normalität miteinander zu verbinden. Und vom Gefühl her bleibt das ja auch so. Es bleibt das Besonderste der Welt, eben einen jungen Menschen, ein Kind, ein Neugeborenes begleiten zu dürfen. Und trotzdem ist es das Normalste der Welt, weil ohne das geht es nicht weiter. Klar. Und andererseits, wenn es eben nicht geht und man die Kinder in eine Fremdbetreuung geben muss, gibt ja viele Gründe heute, dass man dann eben sich so einfühlt in das Kind, dass man nie Ort und Person gleichzeitig wechselt. Weil das bedeutet für ein Kind maximaler Stress, kompletter Erinnerungsverlust. Es fühlt sich wie in einer völlig neuen Umgebung. Und es dauert etwa eine Woche, bis es sich daran angepasst hat einigermaßen. Und deswegen machen wir in den Waldorf-Kinderkrippen, die ich auch sehr schätze, weil sie das so gut machen, machen wir da die sogenannte Eingewöhnungszeit, dass die Erzieherin erstmal nach Hause kommt zum Kind, sieht, wie die Mutter es pflegt, wie das ganze Milieu ist, dass sie sozusagen etwas von der vertrauten Umgebung vom Kind in sich hat, in ihrer Erinnerung. Und dann kommt die Mutter an den fremden Ort mit. Und wenn dann das Kind sich an den neuen Ort gewöhnt hat und erst hat es die Mutter dort versorgt, dann hat es die Pflegeperson dort versorgt. Und es ist bei den Babys ganz unterschiedlich. Eins emanzipiert sich erstaunlich schnell und strahlt und fühlt sich wohl. Man merkt, kein Cortisol-Spiegelanstieg, kein Stress und so. Ja, und ein anderes Kind braucht Wochen. Ja, und da zu individualisieren und das wirklich ernst zu nehmen, dass Kinder eingewöhnt, ungewöhnt übergeben werden müssen und nicht einfach nur abgegeben. Ja. Das sind Weltenunterschiede und das ist eben auch eine Haltungsfrage. Du hast ja jetzt so schön gesagt, ganz am Anfang, dass diese ersten 3 Jahre in der Entwicklung die wichtigsten sind. Das ist ja auch so ein Grundgefühl, was ich zumindest habe, dass du hast gesagt, dass das die Wissenschaft bestätigt, dass eben diese ersten Jahre vielleicht den größten Einfluss auf das haben, was dann die Zukunft dieses Kindes bestimmt. Ja. Ja? Wie würdest du denn sagen, wenn wir ganz an den Anfang gehen zur Geburt, was für einen Einfluss hat die Art und Weise, wie das Kind auf die Welt gekommen ist, auf das zukünftige Leben? Wir haben uns das gefragt, meine Frau und ich, in Verbindung mit der Frage, wenn es eine Spontangeburt ist, wenn es eine Spontangeburt ist mit PDA, mit Schmerzmitteln, wenn es ein Kaiserschnitt ist, hat das tatsächlich einen Einfluss auf die Mutter-Kind-Beziehung, auf die Entwicklung des Kindes? Also wenn man den Fokus hat, egal welche Komplikationen sind, inklusive Kreissaal und Kaiserschnitt, das Kind wird auf diesem Weg von mir begleitet. Ja, manchmal kann auch ein Vater, wenn er nicht sozusagen kein Blut sehen kann und gute Kontakte aufgebaut sind zur Klinik, in voller Chirurgenmontur sogar beim Kaiserschnitt dabei sein. Ja. Und die Sache mitverfolgen. Also man hat heute so viele Möglichkeiten, sozusagen die Beziehungskette nicht abreißen zu lassen. Und das finde ich das Allerwichtigste, weil das andere sind ja medizinische Sachen. Früher sind Kinder an Komplikationen gestorben. Und heute dürfen wir sie trotz Komplikationen ins Leben begleiten. Und da würde ich sagen, das gehört dann zum Schicksal des Kindes. Da bahnt sich schon eine Signatur an.
ich setze mich mit Widerständen auseinander, ich setze mich durch. Ich bin nicht nur so ein pflegeleichtes Spontangebürtchen. Ja? Also ich finde das durchaus spannend. Das sind oft sehr energische Typen, die schon gleich bei der Geburt zeigen, ich gewöhne mich an Hindernisse. Ja, oder eine Steißlage oder... Ja, ich meine, meine Frau hatte 30 Stunden zu tun, von sozusagen Wehenanfang bis zur Geburt der Kinder. Das wird beim zweiten Kind schon viel besser. Der Chefarzt hat dann danach so nett gesagt, ja, die Sonne soll über einer Gebärenden nicht zweimal aufgehen. Ja. Also es war noch im Rahmen sozusagen, aber das war dann schon intensiv. Ja. Was wir auch eben feststellen ist, weil du das sagst, es ist ja sehr schön, wenn es eine medizinische Indikation gibt, wenn der Kaiserschnitt unumgänglich ist, dann ist das ja eine Wahnsinnsmöglichkeit. Oder Frühchen, genau, die... ja, am Ende genau dazu führt, wie du sagst, dass es eben weniger totgeborene Kinder gibt. Was ich mich frage, ist, wie diese Entscheidung auf die Entwicklung des Kindes wirkt, wenn man sich dazu entscheidet, aktiv, ich möchte einen Kaiserschnitt, als Frau, als Mutter. Ja, ich meine, das sind eben sensible Fragen, denn was ein Erwachsener fühlt und denkt, wirkt auf das Kind genauso real wie das, was er tut. Ja. Die Nachahmung, die ist vollmenschlich. Ja. Also was sich für die Erwachsenen gut anfühlt, fühlt sich auch für das Kind gut an. Ja, beziehungsweise wenn eine Mutter Angst hat, keine Schmerzen haben will, Leid verweigert. Ja, das ist auch diese Ängstlichkeit, die wird auch nachgeahmt. Verstehe. Ja. Wohingegen, wenn eine Mutter sagt, liebes Kind, ich halte es tatsächlich nicht aus, ich habe diese Angst, aber ich freue mich wahnsinnig auf dich, schon dann ist es etwas besser. Also wichtig ist, dass man als Erwachsener lernt, wenn man Kinder hat, sich selbst zu reflektieren und wirklich zu gucken, welche Umgebung gebe ich für das Kind ab. Ja, man wird, wenn man es ernst nimmt mit den Kleinen, wird man ein besserer Mensch, weil man viel bewusster lebt, sich kontrolliert. Zum Beispiel, ich würde mich zu Hause, wenn ich da ein Baby habe, nie besaufen. Ja. Nur ein ganz harmloses Beispiel. Ja. Das ist keine gute Atmosphäre, wenn die geliebte Bezugsperson ihr Ich ausschaltet oder partiell. Ja. Nicht mehr ganz bei sich ist. Das ist kein gutes Vorbild. Ja. Und weil eben alles aufgenommen wird, das Gehirn ist ja noch im Bau, die Sinnesorgane sind noch unreif, es dauert ja 3 Monate, bis der Blick sich überhaupt schon mal auf einen Punkt fokussieren kann. Davor, hast du sicher auch schon beobachtet, schwimmen die Augen und suchen im Umkreis der Eltern. Ja, die sehen da noch die Aura. Ja. Die kommen noch so aus dieser spirituellen Welt. Die können noch gar nicht über diesen kleinen Leib, über die Sinne, die physische Welt sehen. Die sind noch im Übergang. Ja, für die sind wir geistige Wesen, aurische Wesen. Den physischen Leib können sie noch nicht fixieren, noch nicht begrenzen. Sie haben noch kein Tastgefühl, strampeln ja noch wild in die Gegend, können noch nicht greifen. Man muss sich da mal wirklich reinversetzen. Ja, das ist einerseits eine Bewusstseinsverdunkelung, weil die Augen sind noch nicht wirklich aufgetan auf der Erde. Und andererseits ist es noch so ein Nachklang von der Seelen- und Geisteshelligkeit, aus der man kommt. Und die findet man dann plötzlich wieder. Und deswegen sage ich ja Rudolf Steiner, die Kinder kommen aus einer guten geistigen Welt und denken selbstverständlich, auf der Erde geht es auch gut zu. Deswegen haben sie Vertrauen, deswegen landen sie völlig hilflos und denken, es wird mich schon einer auffangen, ich werde schon nicht auf den Boden fallen bei der Geburt. Ja, das ist völlig selbstverständlich. Und das in dieser Nachahmungszeit, wo eben die sensorische Reifung stattfindet, die sensomotorische Intelligenzentwicklung stattfindet, das ganze Intelligenz- und Willensfundament für die Biografie gelegt wird. Nie mehr bewegt man sich so viel wie in den ersten 7 Jahren und nie wächst das Gehirn so stark wie da. Deswegen sensomotorische Intelligenz, jede Bewegung, wenn sie intelligent nachgeahmt ist,
ist ein positiv stimulierender Reiz aufs Hirn. Und wenn man sich dieser Verantwortung bewusst ist, ja, ich bin jetzt die Umgebung, an der das Kind sein Gehirn formt, seine Sinnesorgane übt, deswegen nicht zu viel Sensorik, keine falsche Sensorik, möglichst alles analog im Umkreis des Kindes, nicht diese völlig verstellten maschinellen Geräusche, die dann immer noch irgendwie im Hintergrund laufen. Ich habe als Kinderärztin oft, wenn ich Nachtdienst hatte und dann jemand den Notruf bedient, ja, dann hört man im Hintergrund so laut den Fernseher laufen oder das Radio oder eine CD, dass man als erstes zu den Eltern sagen muss, können Sie bitte mal abdrehen, damit ich Sie besser verstehen kann. Ja. Und da denkt man, das ist ja der Horror für so ein Kind. Ja. Was soll es damit anfangen können? Ja, es ist zu viel und noch dazu kein analoger Input, der mit dem analogen Gehirn in konstruktiver Resonanz ist. Und das machen sich die Leute nicht klar. Eine technische, übergriffige, reingebrannte Stimulation, die nicht vom Kind aktiv lauschend mit gerichteter Aufmerksamkeit selber ergriffen wird, sondern die so reingerammt wird, das ist was völlig anderes. Das heißt, wir konditionieren die Hirne der kleinen Kinder auf brav sein, reinnehmen, reagieren auf das, was kommt. Durch diese. Aber nicht auf Eigenaktivität, Initiative, Selbstentdecken, Suchen. Es ist Gegenteil von Autonomietraining, was wir machen. Es ist interessant, dass du das sagst, weil ein großer, ich sage jetzt mal, Trend auf Instagram unter jungen Eltern ist, White Noise, sogenannte White Noise zu nutzen. Das heißt beispielsweise die Geräusche, die ein Staubsauger macht, die ein Föhn macht, die eine Waschmaschine macht, die eine Spülmaschine macht, zu nutzen, um das Neugeborene und das Baby zu beruhigen, weil das beruhigend auf das Kind wirkt. Das heißt, man lässt bewusst den Föhn laufen, man lässt bewusst den Staubsauger laufen oder wenn man mit dem Kind spazieren ist, lässt man bewusst auf dem Handy dann über Spotify oder ähnliches White Noise laufen, also eben dieses Geräusch, was ein Staubsauger sein soll, um das Neugeborene zu beruhigen. Wie siehst du? Also, das ist ja nicht der Fernseher, aber es ist das geht in eine ähnliche Richtung. Also ich kann verstehen, dass man das macht, weil es wirkt. Die Idee ist, dass sozusagen damit die angeblich die Geräusche im Bauch nachgeahmt werden und sich das Kind deshalb wohlfühlt. Aber es sind eben technische Geräusche. Ja, ich meine, vor allem es ist so, in dem Moment, wo man die Aufmerksamkeit des Kindes bindet, hat es keine Wahrnehmung mehr für seine eigenen Quengelzonen. Ja, also was der Schnuller ist, dass man die Aufmerksamkeit auf was Angenehmes, das Saugen, was man halt schon kann, richtet. Das versucht man jetzt über diese Mechanismen, ja, über andere Sinne diese Sensorik jetzt zu stimulieren. Also die Idee kann ich gut nachvollziehen, aber das Instrument ist nicht alters- und entwicklungsgerecht aus meiner Sicht, weil das Kind ist ein analoges Wesen und die beste Stimulation kommt eben nicht aus der Technik, sondern aus der analogen Umwelt. Und deswegen hat man früher, und das kann man auch heute wieder lernen, eben Wiegenlieder gesungen, bis das Kind eingeschlafen ist, oder Leier gespielt oder ein bisschen Gitarre gespielt oder gesummt, wenige schöne, ruhige Bachklänge auf dem Klavier gespielt. Oder wenn man nicht singen kann, dann summt man so seine Lieblingsmelodien. Und da hat das Kind dann wirklich ein bisschen Mutterleibgefühle, weil das ist der vertraute Sprachklang der Bezugsperson, die man selbstverständlich über die fortlaufenden Vibrationen, ja, die Sprache kann ich ja bis in meine Durchblutung, kann ich das messen. Und daran ist das Kind gewöhnt und das beruhigt. Und von daher würde ich eben dieses Investment viel wichtiger finden. Aber das ist eben auch eine Reflexion. Zeit füreinander haben ist nicht nur für Partner wichtig, damit das da was Lebenslanges, wenn es sein darf,
sich aufbaut, sondern das ist vor allem für diese ersten paar Jahre wichtig. Und zwar nicht, dass man der Dauerbetreuer ist, ganz im Gegenteil, aber dass man ein gesundes Gespür entwickelt, wann braucht das Kind wirklich die Nähe, trinkt sozusagen Anwesenheit, soziale Muttermilch, und wo ist es selbstzufrieden ganz für sich und übt und lernt schon mal alleine sein. Und das wird auch so falsch gemacht. Entweder Overprotection, ständig irgendwie Tuki-Tuki und überall mitnehmen und so weiter. Oder Vernachlässigung, ja. Abgeben. Diese Tendenz in die Extreme. Ja. Und da, ja, aber das braucht, und das ist bei den Kindern verschieden. Das eine Kind braucht sehr viel Wahrnehmung, das andere Kind spielt stundenlang mit seinen Händchen, ist für sich und dann holt man zum Trinken und hat Spaß am Wickeltisch, legt es wieder hin. Das will nicht bespaßt werden, es will in aller Ruhe sich formen und eben die Geräusche, ein bisschen fern der Verkehr von draußen oder ein Vogelgezwitscher, wenn man ein bisschen ländlich wohnen darf, oder die Gespräche, die Küchengeräusche, das Leben. Ja. Das Leben wird wahrgenommen. Was würdest du denn sagen, ist sozusagen in meiner Rolle als Vater in der Verbindung zu einem Neugeborenen, zu einem kleinen Kind, meine besondere Aufgabe oder die besondere Aufgabe des Vaters, vielleicht auch anders als jetzt die Aufgabe der Mutter? Ich finde, du hast es vorhin am Anfang von unserem Gespräch sehr schön ausgedrückt. Ich bin ja in der Rolle des Begleiters. Bei der Geburt war ich das auf jeden Fall, ja. Ja, aber auch in der ganzen Schwangerschaft. Stimmt, ja. Ja, und das ist die Vaterrolle. Ja. Ja, die Mutter geht in der Schwangerschaft, je nachdem, wie gut sie zu Wege ist, auch durch wirklich schwache Momente und braucht manchmal mehr Unterstützung. Ja, nicht alle Frauen machen das mit links. Und deswegen ist es schon ideal, dass einer eben Kinder gebären kann und da in anderen Umständen ist und der andere das wahrnimmt, mit will, sich auf das Kind mit freut und eben liebevoll begleitet und froh ist, wenn er mal zusätzlich irgendwie was machen kann, um die beiden da zu erfreuen. Es ist tatsächlich, klingt so banal, aber das Begleiten ist eine selbstlosere Rolle. Ja, man ist nicht die Hauptperson, man ist dezidiert eine Nebenperson, spielt eine Nebenrolle, aber man hat den Anstoß gegeben durch die Befruchtung und damit einen Willensentschluss gesetzt, das war mein Wille und dafür bin ich jetzt verantwortlich. Und dann entwickelt man Verantwortung, man entwickelt diese Selbstlosigkeit, im immer fragen, was braucht ihr und nicht, was hätte ich jetzt gerne. Das ist einfach eine völlig andere väterliche Haltung. Und die bedarf genauso des Trainings, da muss man sich reingewöhnen. Oder eben, wie ich es Anfang jetzt gesagt habe, es braucht ein höheres Maß an Selbstreflexion. Hm. Ja, wie kriege ich das gut hin und wie objektiviere ich mich, wie instrumentalisiere ich mich hier optimal in diesem neuen kleinen System? Und die Mutterrolle ist eben dann kann sie loslassen, das Äußere läuft und sie kann sich in dieser ersten Zeit ganz, also solange man stillt, ist man ja noch bis in die Zusammensetzung der Milch vom Kind abhängig. Ja, man bildet die Milch, die das Kind braucht. Da ist noch eine richtige Nabelschnur, eine unsichtbare, die zwischen diesem Ernähren können und ernährt werden, da sich abspielt. Und das braucht auch Kraft und Konzentration und Zuwendung. Und wenn sie dann ständig noch zig andere Sachen machen muss und für sie niemand guckt, dann hat sie halt nicht so viel Kraft für ihre Mutterrolle. Ja, da denke ich an so ein Bild von Leitplanken eigentlich, die der Vater einhalten oder mithalten darf. Ich fand es für mich auch sehr interessant,
Weil das erlebt man ja dann zum ersten Mal bei meiner schwangeren Frau, zu sehen, wie viel Verantwortungsgefühl ich schon für dieses Kind im Bauch gespürt habe. Also auf einmal hatte ich an manchen Stellen eine stärkere Meinung, wer den Bauch anfassen darf und wer nicht, als meine Frau, weil ich das Gefühl hatte, hey, das ist auch schon, ich bin auch schon Teil davon am Ende. Ja, natürlich. Und das fand ich doch spannend. Und jetzt natürlich ist es immer noch meine Hauptaufgabe, das habe ich auch festgestellt, natürlich vor allen Dingen in den ersten 4 Wochen einkaufen, kochen, gucken, dass der Rahmen stimmt. Dass der Laden läuft. Auch, ja, wer kommt wann zu Besuch, wann kommt wer zu Besuch, SMS-Empfang, Anrufempfang, was da so alles kommt. Also das fühle ich auf jeden Fall, was du da sagst. Ja, und es ist halt eine Gnade, wenn man dafür sich dann auch die Zeit nehmen kann als Berufstätiger. Ja. Das können ja nicht alle. Ja. Und deswegen bin ich immer in der Situation, das habe ich auch in dem Buch Kindersprechstunde versucht, da sitze ich übrigens gerade wieder mal an einer Umbearbeitung, an einer Neuauflage, und will das noch mehr versuchen, in die heutige Zeit reinzustellen, weil die Umstände sind ja sehr unterschiedlich. Und wenn man aber das Ideal kennt und wirklich weiß, was ein Kind braucht und das liebt, dann findet man für jede noch so schräge Situation den bestmöglichen Kompromiss. Ja. Den bestmöglichen eigenen den Weg. Den bestmöglichen Kompromiss für meine Situation. Ja. Wohingegen, wenn man so ein Leitideal, was gute Erziehung ist, am Lebensanfang nicht hat und man dann ständig sich durch Insulenzer oder durch diesen und jenen Rat irgendwie hin und her treiben lässt, weil man selber gar keine eigene Haltung und Meinung hat, das ist fürs Kind nicht gut. Ja, weil du das ansprichst, wir fanden das total schön, meine Frau und ich, als wir hier im Buch geblättert haben zum Thema Vitamin K. Und dann habt ihr da, glaube ich, drin geschrieben, dass es zum einen sozusagen eine Empfehlung gibt des Deutschen Instituts, ich weiß nicht mehr genau, wer das macht. Dann habt ihr dazu geschrieben, wie es in Herdecke gemacht wird. Und dann habt ihr dazu geschrieben, wie es anthroposophische Ärzte machen oder gemacht haben. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil dann hat man genau das, was du sagst. Man kann dann wirklich aktiv diese Entscheidung treffen. Ich will es mir so einfach wie möglich machen, weil ich habe viel zu tun und gehe den Weg von Herdecke oder entscheide mich eben für den Weg, der für mich sich richtig das und gut anfühlt. Gerade überarbeitet. Also das habe ich mir markiert, weil ich das doch ganz schön fand eben. Man hört ja immer ganz viel und man denkt dann immer, wo diese Außeneinflüsse von allen Seiten, was ist richtig, was ist falsch, und man verliert ja dann auch vielleicht den Fokus auf das Wesentliche, und dann ist es doch manchmal gut, einfach zu sagen, das ist mein Weg und den gehe ich. Ja. Und hast du auch diese Forschungsfrage dann noch gelesen, ganz am Ende? Weil es ist ja so, es ist ja nur ein winzig kleiner Bruchteil von Kindern, die überhaupt blutungsgefährdet sind. Also minim. Ja. Und trotzdem, wen es dann trifft, hochdramatisch. Ja, ja. Eine Hirnblutung ist natürlich ein schwerer Schaden. Aber deswegen tut man jetzt Hunderttausende von Babys damit beeinflussen. Mit etwas, was die Blutgerinnung fördert und damit auch so ein Stückchen strukturiert. Ja. Und deswegen haben wir da am Ende geschrieben, dass das für uns eine interessante Forschungsfrage ist in der anthroposophischen Medizin. Was tun wir da eigentlich? Kann man da mal irgendwelche Langzeitbeobachtungen machen? Und so. Ja, oder es nochmal richtig durchdenken. Denn natürlich machen wir die Vitamin-K-Prophylaxe mit. Wir versuchen sie eben nur zu optimieren aus unserer Sicht. Aber wir denken eben auch drüber nach, denn bis in die 70er oder Anfang 80er Jahre, bis man überhaupt damit angefangen hat. Das Vitamin K hat man ja erst im 20. Jahrhundert entdeckt, sozusagen in seiner Bedeutung. Ja, und vorher hat sich die ganze Menschheit ohne das gedreht. Ja, und was war da sozusagen Vor- und Nachteil? Ja. Also, dass man das eben auch reflektiert. Man darf diese Fragen auch immer mal wieder neu stellen. Ja. Also mir geht das so, ich bin ja ursprünglich sozusagen BWLer und damit denke ich sehr, sehr stark in Zahlen. Und das habe ich jetzt auch dann bei der U2 gemerkt, wenn dann natürlich das Thema Impfungen das erste Mal ernsthaft hochkommt und ich dann nach Zahlen frage und mein Gegenüber, die Ärztin, kennt diese Zahlen nicht, sondern sagt,
jede... Das ist der Plan. Genau, das ist der vom Plan. Robert-Koch-Institut. Und jede Zahl, die runtergeht oder jedes Risiko wird reduziert. Und ich denke dann, naja, theoretisch hätte ich gerne eine Anzahl an Kindern, die geboren wird, eine Anzahl an potenziell oder an infizierten Kindern von Krankheit X, wie der Verlauf davon ist, sodass ich mir eine prozentuale Chance überhaupt vor Augen führen kann. Aber das ist halt so, das interessiert nicht. Sowas wird mir nicht gezeigt, sowas muss ich mir selber bauen. Die Zahlen gibt's, aber die muss einige ich mir... Einige nennen wir ja auch hier. Muss ich mir zusammenklauben, dann meine Excel-Datei selbst bauen und dann gucken, was kommt als prozentuale Chance am Ende raus. Und manchmal ist mein Eindruck, dass, ich sage das jetzt mal ein bisschen plakativ, aber dass die Chance, dass mein Neugeborenes von einer Wespe gestochen wird und damit daran stirbt, höher ist als bei manchen sozusagen anderen Themen, die da an einen herangetragen werden. Aber ich kann es gar nicht wirklich rational entscheiden, sondern ich kann immer nur entweder sagen, ich folge der Empfehlung oder ich agiere emotional aufgrund sozusagen der Risiken, die mir suggeriert werden. Aber es ist viel Arbeit, wenn man wirklich eintauchen will. Aber da würde ich sagen, lohnt sich tatsächlich, dieses dicke Kapitel übers Impfen zu lesen. Uns wurde schon der Vorwurf gemacht, warum dieses Impfkapitel so umfangreich ist. Ja, also fast wie ein eigenes kleines Buch. Und dann haben wir immer gesagt, damit die Eltern, wenn sie wollen, sich wirklich gründlich aufklären können, über ihre eigene Verantwortung. Denn ohne Einwilligung der Eltern darf der Arzt nicht impfen. Ja. Das heißt, die Eltern, falls ein Impfschaden entsteht, was es ja auch in seltenen Fällen gibt, die Eltern leben mit den Konsequenzen, nicht der Arzt. Das ist wie bei der OP. Da muss der Patient einen Freibrief unterschreiben, dass der Arzt jetzt sein Bestes gibt. Aber wenn es einen Schaden gibt, ist der Patient verantwortlich, wenn es kein Kunstfehler war. Ja, sondern etwas, was unvermeidlich war. Und insofern finde ich das eine sehr, sehr wichtige Frage. Und vor allem, wo wir leider als Integrativmediziner nicht durchdringen bei der Pharmalobby, wir sind für den Einzelimpfstoff und nicht, dass man 4, 5, 6 Impfungen in eine Ampulle packt. Nirgendwo gibt es das, dass ein Mensch sich gegen mehrere Krankheiten gleichzeitig ansteckt. Rein ein Kunstprodukt. Unnatürlich. Und dass man das macht, finde ich, ja, für mich, das kommt aus einer gewinnorientierten pharmazeutischen Haltung, aber nicht aus einer Haltung, die die Menschenwürde und die Integrität eines so kleinen Geschöpfes respektiert. Und wir hatten zum Beispiel in der Schweiz bis vor kurzem noch einen Einzelmasernimpfstoff. Der hört jetzt auch auf. Ja, und ich finde das unsäglich. Ja, das, wie soll ich sagen? Ich finde es übergriffig. Ja, da ist die Gesellschaft und die Pharmabranche und das Gesundheitswesen komplett übergriffig. Und man ist da, muss es einfach so nehmen, wie es kommt. Und dass diese Haltung, die da dahinter steckt, die finde ich nicht konstruktiv. Und deswegen empfehlen wir ja auch, die Impfungen gut abgewogen zu machen. Und wenn eben diese Mehrfachimpfungen nicht zu vermeiden sind, das Kind im ersten Lebensjahr vor Ansteckung zu schützen. Da sind sowieso die Ansteckungen sehr selten, weil die Kinder ja gut behütet sind. Und zu warten, bis das Immunsystem so weit reif ist, was am Ende vom ersten Lebensjahr der Fall ist, dass die Kinder dann besser damit umgehen können, mit dieser Vakzinenüberforderung. Ja. Für mich ist das ein ganz großes Thema jetzt, gar nicht was die Impfungen angeht, auch im Kleinen sozusagen, aber auch im Großen diese Frage, welche Verantwortung trägt man eigentlich als Eltern in allen Bereichen? Und häufig ist es so, dass ich zumindest den Eindruck gewinne, dass die Verantwortung den Eltern abgenommen werden will, man kann jetzt sagen, verschiedenen Gründen, aber egal, ob es um die Schulbildung oder um die gesellschaftliche Entwicklung oder um das soziale Miteinander oder um die Frage, wie lange bleiben Eltern zu Hause, was gibt es zu essen, man nimmt sozusagen diese Verantwortung den Eltern nach und nach weg, vielleicht um es ihnen leichter zu machen, vielleicht aber auch um sozusagen mehr
Kontrolle zu haben. Das ist sicherlich ein schmaler Grat, in dem wir uns da bewegen. Und wenn man sich aber aktiv entscheidet, Verantwortung zu übernehmen für diese ganzen verschiedenen Bereiche, dann ist es wirklich eine sehr aktive Entscheidung. Und das schreibst du ja auch in deinem Buch oder schreibt ihr in eurem Buch so schön, dass sozusagen der Beruf der Mutter ein Vollzeitjob ist. Und das ist es tatsächlich, das stelle ich jetzt schon fest, dass wenn man diese Entscheidungen aktiv trifft und sich wirklich aktiv informiert und dann auch wirklich eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen möchte, völlig egal in welchem Bereich, in allen Bereichen, die mit dem Kind zu tun haben, das geht dabei los, was für Windeln benutze ich oder so ganz banale Fragen, dann ist es wirklich eine Vollzeitaufgabe. So ist es. Ja. Und deswegen habe ich, seitdem ich Kinderärztin bin, immer wieder meine Antennen draußen, wo sind Initiativen, die ich unterstützen kann, die sich dafür einsetzen. Ja, jedes Kind hat ein Recht auf einen Kita-Platz, so heißt es so schön. Ja, und da hat man einen riesen Fachkräftemangel und eine riesen Not, das überhaupt umzusetzen. Und was nützt eine Kita, wenn da nicht exzellente Leute sind? Ja. Ja, dann passiert halt genau das Gegenteil von dem, was man gerne hätte. Und warum kriegen nicht die Mütter, wenn sie sich während der Schwangerschaft ausbilden für den Mutterberuf, dasselbe oder 80% von dem Gehalt einer Kita-Leiterin? Ich sehe es wirklich nicht ein. Ich sehe es nicht ein. Das wäre für die Volksgesundheit so ein Bonus. Man würde so viele spätere Probleme, für die es dann viel Geld in der sozialen Fürsorge gibt und in Rehas und was weiß ich, man würde das alles sparen, inklusive Jugendgefängnisse, wenn man den Lebensstart mit viel mehr Liebe und Bewusstsein auch von Staats wegen begleiten und ausstatten würde. Ja. Und Mütter und Väter motivieren, diese Rolle ein paar Jahre wahrzunehmen. Und dann hat man es auch in seinem Karriereportfolio drin. Man hat da anständig Gehalt bezogen. Man kriegt für diese Mutterjahre dann später auch eine Rente. Die ist nicht überragend, aber sie ist vorhanden und hat einen ganz anderen kontinuierlichen Übergang dann wieder in andere Jobs. Ja. Ja, und hat sich vor allem in Kinderpflege, in Krankenversorgung, in diesem alles wirklich durchdenken, was ist die beste Nahrung, was sind die besten Kitas und so weiter. Man hat sich in so viele Fragen reingearbeitet. Man ist eine Fachfrau, ein Fachmann geworden. In Organisation und Personal und Führung und Eigenverantwortung also und so weiter. Ich sterbe für diesen Beruf und ich weiß auch von ganz vielen Müttern, die dazu verdienen müssen, aus finanziellen Gründen. Und wie die leiden, dass sie ihre Kinder abgeben müssen, weil ihnen der Mutterberuf nicht bezahlt wird. Ja, ich finde es ungerecht, unmenschlich, unseriös und vor allem typisch für unsere heutige Zeit, dass man jedes Gebiet immer isoliert anguckt und nie schaut, wie sieht eigentlich der Gesamtzusammenhang aus, in dem dieses Detail steht. Ja, es ist wirklich sehr interessant, weil wir haben uns da intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, insofern, dass meine Frau ja Medizin studiert und sie möchte mal Kinderärztin werden. Und wir haben uns entschieden, oder sie hat sich mitentschieden, dass sie relativ früh für die heutige Zeit Kinder bekommt. Das heißt mit 25, ich bin 32, das heißt, ich passe in den Durchschnitt, aber sie nicht. Und dann ist es ja auch spannend zu sehen, dass man eigentlich sagen müsste, Mütter sollten incentiviert werden, während dem Studium und früh Kinder zu bekommen, damit sie dann in den Beruf einsteigen können. Aber was ja passiert, ist genau das Gegenteil. Ich werde incentiviert, anzufangen zu arbeiten, Geld zu verdienen. Dann kann ich Pause machen, Kinder kriegen, bekomme dann während der Elternzeit viel mehr Geld. Sie bekommt jetzt als Studentin in der Elternzeit 300 Euro im Monat. Würde sie 5 Jahre später das erste Kind bekommen, würde sie 80% ihres Nettogehalts bekommen. Ja, also bis zu 1.800 Euro. Und dann fragt man sich, jetzt mal böse formuliert, aber die dann eben später Kinder kriegen und schon ein paar Jahre gearbeitet haben, die können sich dann auch leisten, im Café zu sitzen und die Zeit zu genießen. Aber dafür sind sie dann eben schon über 30. Und die jungen Studentinnen, die natürlich noch, egal ob in einer Ausbildung, die einfach jünger sind, die noch eine ganz andere körperliche Kraft haben und auch eine ganz andere Energie vielleicht für das Kind da zu sein, die haben dann eben häufig finanzielle Engpässe in dieser Zeit. Und deswegen, heute braucht es eben da an dieser Stelle eine gewisse Verzichtskultur, solange das noch so ist. Ja. Aber von der Qualität her
sind die Muttererfahrungen für den Arztberuf derartig wichtig. Und man hat ja auch, wenn das Kind einigermaßen gesund ist, immer wieder Zeiten, wo man auch lernen kann und nicht ganz rauskommt, genau, aus dem Studium und online sowieso. Und man lernt dann ganz anders, weil man an diesem Entwicklungsgeschehen, Krankheit ist auch ein Entwicklungsprozess und Heilung ebenfalls, man kann da ganz anders mitgehen, wenn man eben selber an dieser Stelle schon tiefe praktische Erfahrungen macht. Ja. Ja, wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, dann haben wir den langfristigen, zukünftigen Plan zu sagen, beide Vollzeit arbeiten wollen wir nicht, weil dann fehlt einfach diese Verbindung zur Familie aus unserer Perspektive. Und trotzdem ist es so, dass beide arbeiten möchten. Das heißt, die optimale Variante für uns ist zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass beide 50-60% arbeiten oder dass mal 5 Jahre der eine viel arbeitet und so 5 Jahre die andere. Also dass man sich tatsächlich abspricht und gemeinsame Lösungen findet und da nicht in diese Extreme tendiert zu sagen, der eine Teil ist vielleicht 100% zu Hause, der andere arbeitet immer, sondern wirklich versucht, da eine gemeinsame Lösung zu finden, die dann auch ja einfach nicht nur erlaubt, in der Familie erfolgreich zu sein oder im Beruf, sondern im Optimalfall beides, aber vielleicht ein bisschen langsamer. Genau. Und diese Freiheit, das finde ich eben so wunderbar in der Gegenwart, dass man die hat. Ja, aber wie du sagst, die hat man nur, wenn man bereit ist, diese Entscheidungen zu treffen und auch zu verzichten. Ja. Häufig auf Konsum, in welcher Form dann auch immer, aber das ist sozusagen die Entscheidung, die man dann treffen darf. Also ich habe mal, es erinnert mich an einen Fall, der mir die Augen geöffnet hat, jetzt für die andere Seite, mal bei einer U2 oder U3, also ziemlich noch am Anfang, eine Mutter gehabt, die so ein bisschen ernst auf mich als Untersuchende da hingeguckt hat, sodass ich so das Gefühl hatte, der Frau, der Mutter geht es irgendwie nicht ganz gut. Da habe ich so, die freut sich ja gar nicht an ihrem Kind. Und, oder hat irgendwie jetzt Fragen oder das ist so unterschiedlich, wie Mütter neben dem Wickeltisch stehen, wenn man als Arzt die Kinder untersucht. Gell? Das ist so unterschiedlich. Und dann habe ich sie gefragt, wie es denn ihr so ginge und habe natürlich das Kind schön gefunden und alles ihr gezeigt, was ich toll finde und so. Und dann fing sie an zu weinen und hat gesagt, wissen Sie, Frau Klöckler, für meinen Mann geht das Leben voll weiter. Der arbeitet 100% und kommt abends nach Hause und mein Leben ist vollkommen im Grunde wie zu Ende. Ja, von mir wird erwartet, die stammte aus dem Waldorf-Umfeld, dass ich selbstverständlich die ersten 3 Jahre zu Hause bleibe. Und da wird moralischer Druck aufgebaut. Und ich musste mein Studium abbrechen. Ja, und mein Mann kann einfach weiter sein Leben führen. Und ich habe wirklich jetzt Sorge, in die Depression abzurutschen. Weil keiner mich versteht und ich da nur moralische Vorschläge kriege oder Vorwürfe. Und dann haben wir sofort einen Plan geschmiedet, wie sie selbstverständlich sich jetzt nach einer super Tagesmutter umguckt. Und sobald sie abgestillt hat, ihr Studium wieder aufnimmt. Und die ist so vertikal aus der Sprechstunde gegangen. Ja. Ich habe gesagt, das musst du schaffen, diesen Klugschwätzern, die nicht in deiner Situation sind, die gar kein Recht haben, dir was zu sagen, denen mal von ich zu begegnen, zu sagen, das ist mein Leben, mein Kind, meine Situation. Du musst nur gucken, dass dein Mann mitspielt. Ja, ja, so geht es mir jetzt, dass sozusagen, wenn meine Frau Uni hat, dann fahre ich mit. In der Zeit, in der sie dann Uni hat, trage ich die Kleine. Wir laufen in der Gegend rum und bis jetzt hat es immer sehr gut funktioniert. Also, ach, toll, das heißt, sie studiert noch kontinuierlich weiter. Sie studiert weiter, jetzt sozusagen 50%. Wir haben versucht, das Ganze so zu organisieren, dass das Kind noch während den Semesterferien kommt. Das hat einigermaßen geklappt. Und von daher hat sie gesagt, sie macht jetzt direkt 50% und guckt dann, wie das funktioniert. Ja. Was würdest du denn sagen? Ich habe für mich im Kopf diese Frage oder diesen Gedanken zu sagen, 100 schöne Erlebnisse, 100 tolle Einflüsse, 100 Erfahrungen, 100 Gedanken, die wir uns machen, um ein Kind positiv zu beeinflussen, können durch ein Negatives zerstört werden. Das ist für mich im Inneren so ein Gedanke von, wie schütze ich diese Umgebung
um das Kind herum so gut wie möglich, dass wir als Eltern kontrollieren, welche Einflüsse kommen auf dieses Neugeborene zu. Gar nicht, weil ein negativer Einfluss direkt einen negativen Effekt haben könnte, aber weil wir einfach nicht wissen, welcher negative Einfluss könnte einen negativen Effekt langfristig haben. Also, das ist eine sehr gute Frage. Erstens mal, das mit diesem 100 und durch ein Negatives wird alles ausgelöst, das ist schon mal falsch. Das stützt sich weder auf einen sinnvollen Gedanken noch auf ein für mich nachvollziehbares Forschungsergebnis. Aber was natürlich richtig ist, wenn aus irgendeinem Grund, zum Beispiel die Mutter verbrennt sich die Hand oder der Vater schneidet sich versehentlich mit der Motorsäge irgendwie einen Finger ab und es gibt plötzlich einen wahnsinnigen Schock zu Hause. Kann ja alles Mögliche passieren. Das ist das sogenannte Schicksal. Ja? Und was das Schicksal auf euer Kind hinbewegt, die Zukunft begegnet uns ja Schritt für Schritt, das wisst ihr nicht und das Kind träumt sich da rein und weiß es im Moment auch noch nicht. Und insofern finde ich das Allerwichtigste, dass man das Urvertrauen, was die Kinder uns entgegenbringen, mit dem Schicksalsvertrauen in den Schutzengel und das Schicksal dieses Kindes erwidert. Ich würde mir jeden Anflug von Angst, Sorge verbieten und dieses Vertrauen mit Schicksalsvertrauen kompensieren oder erwidern, weil das Kind hat sein Schicksal und man kann nicht, auch wenn man es noch so sehr möchte, das Schicksal eines anderen ändern. Das ist Heiligtum jeder Biografie. Es ist sogar so, wenn man sich das mal klar macht, dass wir unsere Individualität, das heißt unser Ich, unsere Identität, unserem Schicksal verdanken. Und nicht den Genen und nicht den Milieueinflüssen. Ja, das weiß man spätestens seit den 90er Jahren. Da gab es mal einen Bestseller und sehr viel sogenannte Zufallsforschung und alles Mögliche. Und ein Buch, was mir dafür die Augen geöffnet hat, war von Robert Plomin und Judy Dunn, einem Verhaltensgenetiker und einer Verhaltenspsychologin. Und die haben sich mal wieder über diese Frage unterhalten, was formt den Charakter, Erbgut oder Milieu? Und dann merken sie, sie kommt von Milieuseite her, eher von den Genen her, wir haben beide Unrecht. Es ist nicht 50-50. Ich habe in den 70er Jahren noch gelernt, das ist 50-50, ja, so die Wissenschaft damals. Die haben gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Und zwar warum? Weil Geschwister teilen dasselbe Erbgut, eineige Zwillinge sogar komplett, die sind erbidentisch, haben dasselbe Milieu und entwickeln sich verschieden. Heiraten verschiedene Leute, leben in anderen Ländern. Ich habe eine ganze Sammlung von eineigen Zwillingen. Ja, zum Beispiel einer dieser Zwillinge ist in den USA mit einer Amerikanerin verheiratet, ist Arzt geworden. Der Zwillingsbruder ist mit einer Portugiesin verheiratet und ist Architekt in Portugal. Vollkommen verschiedene Schicksale, Begegnungen, Lernprozesse. Dadurch werden wir individuell. Wie wir mit Erbgut und Milieu umgehen, was man heute auch durch die Epigenetik weiß, ja, weswegen man ja heute auch das Fieber wieder rehabilitiert, weil man weiß, Fieber ist immunstimulierend und das Immunsystem kann das Erbgut ändern. Jede fieberhafte Erkrankung kann positiv oder negativ am Erbgut was ändern, je nachdem, wie das Kind da für sich ackert und wie die Umgebungseinflüsse sind. Und das sich klar zu machen, das Schicksal ist ein Heiligtum und ich kann mich zwar immer fragen, und das ist wieder diese Haltungsfrage, wie werde ich ein guter Schicksalsbegleiter? Ja. Und bin nicht übergriffig, sondern habe den Respekt. Also ich muss gestehen, ich hatte mal so im Jugendalter, so mit 16, 17, ziemlich einen Durchhänger
und dachte, aus mir wird überhaupt nichts. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, was erwartest du denn mal von mir? Und dann hat er gesagt, Michaela, nichts. Und dann muss er wohl mein erschrecktes Gesicht gesehen haben. Und dann kam noch ein Nachsatz, aber ich bin gespannt, was mal aus dir wird. Und da habe ich diese Haltung erlebt, das ist schon in Freiheit entlassen nach der Pubertät. Muss ich den Übergang schaffen als Erwachsener, nicht immer meine Vorschläge, meine Ratschläge, meinen Input. Ja, wenn die Kinder oder die Jugendlichen fragen, muss ich ehrlich antworten. Ja. Aber nicht ungefragt ständig in das Schicksal eines anderen reinfunken. Aber jetzt nochmal zurück zur negativen Erfahrung. Was man aus der Traumaforschung sehr gut weiß, wenn eine traumatische Erfahrung gemacht ist und man wird Zeuge oder erfährt es danach, so schnell wie möglich ganz positive Erlebnisse an die Seite stellen, weil die es kompensieren. Also da ist Kompensation möglich. Ja, aber möglich. Hallo! Ja. Deswegen haben wir ja Traumatherapie, Traumapädagogik, dass man in diese, jetzt in der Ukraine, in Gaza sind Traumapädagogik-Teams natürlich auch gefragt unterwegs, damit man die traumatisierten Kinder eben sofort mit Singen, mit fröhlichem Spiel, mit guten, vor allem künstlerischen, kreativen Erfahrungen anregt und dann jubelt das Gehirn und lernt, das Negative zu kompensieren. Denn wir müssen doch alle im Leben Schlimmes und Gutes verdauen. Und wenn man ohne Frustrationstoleranz und ohne Kompensationsmöglichkeiten aufwächst, ja, weil irgendjemand versucht, das aus dem Schicksal zu eliminieren, das ist keine gute Begleitung. Das heißt aber eben nicht, künstliche Stressoren zu setzen. Das wäre genau falsch. Ja. Aber wenn das Schicksal das irgendwie angezogen hat oder das Kind sich wirklich runtergefallen ist irgendwo und sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und den Schock der Erwachsenen erlebt hat, das ist Schicksal. Und da sofort sagen, und jetzt ist alles wieder gut. Und überhaupt nicht nachhängen und nachtrauen, oh Gott, was ist jetzt vielleicht passiert? Und mein Kind hat einen Schock und alle 100 guten Eindrücke sind jetzt ausgelöscht. Das wäre vollkommen falsch. Ja, was du jetzt beschreibst mit solchen traumatischen Erlebnissen, da kann ich dir sehr gut folgen. Woran ich gedacht habe, ist eher an banale alltägliche Entscheidungen, die wir treffen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, unser Kind schaut 100 Tage lang kein Fern und dann geht es einen Tag zu einem Freund und schaut da einen Film an. Dann habe ich mich 100 Tage vorher engagiert und dann sitzt es da. Oder es hat sozusagen das Jahr über keine Süßigkeiten bekommen. Dann geht es am Wochenende zu den Großeltern, wenn es jetzt so ein klassischer Fall ist. Ja. Und da kriegt es so viele Süßigkeiten, wie es will. Also diese banalen Dinge. Da gibt es natürlich ganz gute Möglichkeiten, den möglichen Schaden zu minimieren. Dass man wirklich den Großeltern sagt, wir schicken das Kind gern zu euch, aber bitte das nicht. Ja. Uns zuliebe, bitte, respektiert unseren Erziehungsstil. Sonst tun wir das auf Sparflamme, dürfte die Enkel noch ganz. Da muss man auch ehrlich sein und sagen, das ist für uns dann ein Schmerz. Ja. Ja. Oder damit die Oma doch was Besonderes hat, 2 Bonbons oder ein Schoki. Ja. Ja, aber nicht und sich genießen, dass das Kind es in sich reinfrisst. Das ist da abartig. Ja, ich erinnere mich, bei uns war das sozusagen früher immer so ein bisschen diese räumliche Trennung. Also dort gibt es das, aber hier nicht. Damit war immer auch ein bisschen. Ja, und das ist aber auch gut. Dadurch lernt das Kind, oh, meine Eltern, ja, das gab es bei uns zu Hause auch. Wir hatten zum Beispiel wahnsinnig wenig Geld und es gab einfach nichts Gekauftes, weil wir dafür kein Geld hatten. Ja, ja, und dann hieß es ganz klar, bei uns ist es so, wir brauchen das nicht. Ja, und dann gab es trotzdem an Fasching irgendwelche ganz verrückten Sachen, die gekauft waren und die lustig waren. Ja, man tut das eine und lässt das andere nicht. Und wenn Kinder eben älter sind und bei Freunden oder anderen Verwandten dann was fernsehen, ist die beste Kompensationsmöglichkeit, wenn die Eltern ganz interessiert fragen, was hast du denn gesehen?
Weil wenn das Kind sich erinnern muss, ja, man hat ja oft gar keine Erinnerung mehr, welchen Film habe ich denn vor 2 Wochen gesehen, das ist ja wie ausgelöscht. Ja. Das heißt, diese völlig un- und halbbewusste Dauerstimulation, die ist wirklich ungesund, weil das ein passiver Input ist, den man nicht selber aktiv sich in irgendeiner Weise aneignet. Und deswegen empfehle ich immer, vor allem mal zu oft in Scheidungssituationen, beim Vater dürfen sie und bei der Mama nicht oder umgekehrt. Und dann sage ich immer diesen getrennten Paaren, erhaltet dem Kind das Vater- und Mutterbild. Ja? Es gab Gründe, warum man sich getrennt hat. Und beim einen darf es das, beim anderen darf es das. Man muss es wissen voneinander, man muss sich verabreden. Und dann eben so gut man kann kompensieren. Und anstatt, dass man dann traurig ist, dass das Kind jetzt wieder das und das durfte, was man selber nicht für gut hält, dann sich das erzählen lassen. Und dadurch aktiviert das Kind den Input. Und wenn es überhaupt nicht weiß, was es gesehen hat, dass man dann den Vater anruft und sagt, du, was war das denn? Was habt ihr denn gesehen? Die hat gar keine Ahnung mehr. Ich finde das nicht gut. Ich möchte es noch mal ein bisschen kognitiv verarbeiten. Und weil manchmal sind es 5-Jährige, die noch kein abstraktes Gedächtnis haben. Oder 4-Jährige, das hat man erst ab 6, 7. Ja, und dann sagt der Vater beim 3-, 4- oder 5-Jährigen, was das Kind gesehen hat. Und wenn dann die Mutter sagt, ah, da war das mit dem roten Mützchen oder das und das, dieses Comic, dann weiß es das Kind wieder. Dann kommt so ein rhythmisches Gedächtnis hoch und man kann das Kind erzählen. Aber man muss ihm den Starter geben. Ja, das heißt, man muss einfach wissen, wie sieht eine altersgerechte Willens- und Intelligenzentwicklung aus. Und dann weiß man, was man kompensatorisch machen kann. Und das Wichtigste ist aber eine Haltung, ich bin Schicksalsbegleiter. Ich habe Vertrauen in dein Schicksal, dass du hast dir das offenbar so kompliziert rausgesucht. Und ich versuche, Schaden, den ich imaginieren kann oder mir vorstellen kann, zu minimieren. Aber aus einer vertrauensvollen, schicksalbejahenden Haltung und nicht aus einer ängstlichen Attitüde. Du sollst dir nicht meine Ängstlichkeit nachahmen, sondern mein Schicksalsvertrauen und dass ich das toll finde, was du dir alles zumutest. Wenn du sagst Schicksalsvertrauen, ja. Was meinst du damit, sowas wie Urvertrauen oder meinst du damit das Vertrauen in das Schicksal, was dieses neue Wesen erwartet? Oder wo also ist Urvertrauen ist ja etwas, ein Begriff aus der Psychologie. Ja. Das ist das, was Kinder brauchen. Und nur entwickeln können, wenn sie gut und sicher in einer menschlichen Beziehung sich beheimaten. Ohne das entsteht kein Urvertrauen. Ja. Ja, also das ist etwas, was Kinder als Begabung mitbringen, dass sie das entwickeln. Aber sie können es nur entwickeln, wenn die Bedingungen stimmen. Ja. Ja, die muss man schaffen. Schicksalsvertrauen muss man sich hart erarbeiten. Die meisten Menschen haben vor ihrem Schicksal Angst und haben Angst im Quadrat vor dem Schicksal ihres Kindes, weil sie mit ihrem eigenen Schicksal einen ängstlichen Umgang haben und immer gucken, was könnte alles passieren. Ich übertreibe jetzt. Ja. Ja, ist man dann ständig mit Projektionen der eigenen Selbstschicksalsängstlichkeit, das projiziert man in das Kind. Und da wird es einem bewusst. Der eigene Mangel an Schicksalsvertrauen in das eigene Schicksal wird einem bewusst an der Ängstlichkeit und am mangelnden Schicksalsvertrauen in das Kind oder in den kindlichen, in den Weg des Kindes. Und deswegen braucht es da auch diese Selbstreflexion, dass man erstmal das Verhältnis zum eigenen Schicksal versucht, ein bisschen zu klären. Da ist Biografiearbeit ein Tool. Ja, und auch, dass man sich mit Reinkarnation und Karma beschäftigt und einfach das Schicksal aus dem Zufallsgefängnis befreit. Ja, denn in der Wissenschaft wird anstelle der Individualität der Faktor X gesetzt und anstelle des Schicksals der Begriff des Zufalls, weil es ja was Geistiges nicht gibt.
Ja, wir kommen aus dem Urknall und enden im Wärmetod und das ist alles Zufall. Ich meine, einfacher kann man ja ein Weltbild nicht stricken. Ich wundere mich immer, dass sowas wissenschaftlich ernst genommen wird, weil dieses Anfang und Ende ist sowas von unwissenschaftlich und unbewiesen. Das sind Projektionen von irgendwelchen Experimenten, aber haben null Realitätsbezug zum realen Entwicklungsgeschehen dieser Schöpfung, in dem wir drin sind. Aber man darf so denken. Also ich bin totaler Fan von Freiheit und freue mich über jeden überzeugten Materialisten. Ja, weil das ist seine Freiheit. Ja, das so zu tun. Die Erzählung sich so zu stricken. Ich finde diese meine Erzählung ist eine andere. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, wenn man eben eine spirituelle Herkunftserzählung hat und Zukunft hat und der Durchgang durch die Materie auf der Erde ein Weg zur Entwicklung von Freiheit und Liebe und Autonomie und überhaupt Bewusstsein. Wer bin ich überhaupt als Mensch? Wir müssen noch unsere eigene Identität erst bestimmen, kennenlernen, auf die Suche gehen. Wenn man das ein bisschen durchgearbeitet hat, dann entwickelt man Vertrauen in das eigene Schicksal und dann hat man auch diese freudige, erwartungsvolle und durchaus schützende und begleitende Haltung, da wo man es kann, in das Schicksal des Kindes. Das ist ja sozusagen auch aus der Biografie Arbeit im Lebenshaus dieses Zukunfts-Ich, was einen eben erwartet und dem man sich auch entgegenbewegen darf, sich auf den Weg machen darf. Dieses Schicksalsthema ist wirklich ein interessantes, weil ich hadere ein bisschen mit dem Begriff Schicksal, weil ich immer das Gefühl habe, dass Menschen oder häufig, dass Menschen dieses Wort Schicksal nutzen als Erklärung, Ausrede für etwas, was man nicht tut. Deshalb bin ich immer ein Freund davon zu sagen, ich bestimme mein Schicksal, nicht mein Schicksal bestimmt mich. Natürlich sind es wieder Extreme in der Kommunikation, aber ich denke, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja. Also das sogenannte Schicksal ist tatsächlich zwingend, weil ich mich in der Lebenssituation von der Geburt an, von der Empfängnis an befinde und kann aus der nicht ausbrechen. Ich kann nicht in einen anderen Mutterleib wechseln. Ich habe keine Entscheidungskompetenz. Das heißt, das Schicksal aus der Vergangenheit gibt mir die Bedingungen für mein Dasein. Wie ich aber damit umgehe in der Gegenwart und im Hinblick auf die Zukunft, wird durch mein Schicksal null bestimmt. Und wer das nicht merkt, der lebt gar nicht richtig. Ja, der das ist macht schön, sich, dass du das sagst. Der macht sich zum Opfer seiner Vergangenheit, der gibt seine Freiheit auf, der gibt im Grunde sich selber auf. Und das hat ja Goethe so schön erkannt, wo es ja im Faust immer darum geht, wie lebt man den Augenblick? Bin ich ganz präsent, gegenwärtig, dann bin ich mein Schicksalsgestalter. Und deswegen haben wir Menschen ja Ideale, da antizipieren wir Zukunft und gestalten aus diesen Idealen, wie will ich werden, was will ich tun und wofür braucht mich die Welt und was erwartet mein Kind von mir, was tue ich für meine liebe Frau, dass sie es mit mir aushält, ja. Und so weiter und so fort. Das heißt, das sind doch alles Ideale und keine Wirklichkeiten. Das ist Zukunftsmusik. Und in der Gegenwart brauche ich diese wunderschöne Zukunftsmusik, um meine Gegenwart konstruktiv verarbeiten zu können, im Hinblick auf diese Zukunft. Aber mein Startkapital ist meine Vergangenheit. Ja. Schön, dass wir mit dieser Frage aufhören, denn jetzt haben wir ein paar Minuten verfügt und ich muss weiter. Sehr schön, vielen Dank dir, Michaela. Ja, aber wenn dir noch andere Fragen kommen, können wir gerne irgendwann noch mal einen kleinen zweiten Teil machen. Du, ich bin immer bereit, wenn wir zufällig am gleichen Ort sind oder du nicht ganz so weit weg bist. Jetzt war die Entfernung so ist es. Gut machbar. Und grüß deine liebe Frau. Ich freue mich, sie gelegentlich auch mal kennenzulernen. Das mache ich, danke dir. Vor allem eine Kollegin in Spee, da freue ich mich immer ganz besonders. Und wenn meine Neuauflage fertig ist, dann kriege ich eure Adresse, dann kriegt ihr eins der taufrisch ersten Exemplare. Vielen Dank, da freuen wir uns.